Hallo und willkommen. Ich stelle euch hier in diesem Video das Plugin DevCube vor. Mit dem Plugin DevCube könnt ihr auf eurem Server Events veranstalten oder eure Leute einfach gegen euch spielen lassen oder gegen sich selber. Dann fangen wir gleich mal an. Ich habe hier eine Fläche schon mal vorbereitet für den DevCube. Auf dieser Fläche werden wir gleich den DevCube erstellen. Dann fangen wir zuerst an mit dem Befehl DC Select und dann der Name des Cubes. Als Beispiel nehmen wir jetzt Cube. Jetzt sagt das Programm mir, es ist noch kein Cube, der Cube heißt. Es wird einer erstellt, sobald wir die erste Position setzen. Und das machen wir jetzt auch direkt mal mit DC POS 1. Dann fliegen wir rüber zur anderen Seite und machen dort genau dasselbe, nur mit der Position 2. Jetzt hat alles funktioniert. Wenn ihr den Cube ungerade habt, also in einer ungeraden Zahl, zum Beispiel 51 mal 51, dann sagt euch das Plugin, dass es besser wäre, wenn ihr gerade Zahlen verwendet, da es sonst eventuell kleine Schwierigkeiten geben könnte. Aber wenn ihr gerade Zahlen verwendet, dürfte es dort eigentlich keine Probleme geben. So, wir haben jetzt unsere Region, sage ich mal, erstellt. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist einmal der Spawn. Den erstellen wir mit DC Spawn. Und wir brauchen unsere Blockbar. Die holen wir mit DC Bar. Hier sind jetzt alle Blöcke, die wir für unseren Cube haben. Mit diesen Blöcken wird jetzt der Cube generiert. Und das können wir jetzt mal machen mit slash DC Create. Jetzt dauert das kurz ein kleines bisschen. Und zack, wir haben unseren DevCube. So, jetzt ist es ganz einfach, diesen Cube beizutreten. Und zwar mit slash dc tpi. Dann seid ihr automatisch in diesem Cube drin. Verlassen könnt ihr den Cube mit dc leave. Und das war's. So, wir kommen nun zu der DevCube-Konfiguration. Hier sehen wir auch schon unseren Cube, den wir erstellt haben, nämlich namens Cube, sowie Location 1, Location 2, Spawn, Blockbar und ganz viele andere Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Wir können hier unter anderem die Dichte des Blocks, die Dichte des Cubes einstellen, wir können die Kürbisrate einstellen, wie viele Kürbisse gespawnt werden, wir können sagen, wie hoch der Cube ist, ab wann der Cube beginnen soll, dass die Leute automatisch das Spiel starten können und alles Mögliche. Das könnt ihr hier alles einstellen. Ich habe hier eine Beschreibung geschrieben, habe euch das mal auf Deutsch ein bisschen übersetzt. Falls es unklar sein sollte, dann schreibt das bitte in die Kommentare und fragt mal nach. Oder ihr schaut in die Videobeschreibung, da schreibe ich auch mal den Link rein von der offiziellen Seite von dem Entwickler, also von bucket.org war das da. Da gibt es auch nochmal Comments und Permissions und die Config könnt ihr da auch mal nachschauen. Ja gut, dann bedanke ich mich vorerst mal. Ich habe jetzt noch den Spax mal mit und wir spielen jetzt noch eine Runde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch gerne zuschauen und wenn nicht, dann sehen wir uns. So, willkommen zum Ende des Videos. Ich habe jetzt hier den Spax an meiner Seite. Ach Jan. Wir spielen jetzt den DevCube einmal an, um euch das zu zeigen. Dazu teleportieren wir uns rein in den DevCube mit DCTPI. Und ich starte jetzt mal das Spiel mit DC Start. Ihr könnt hinter dem Startbefehl noch eine Zahl setzen, das ist dann die Anzahl in Minuten, wann der Cube startet. Als Beispiel DC Start 2, dann startet der Cube in 2 Minuten. Wenn man gar nichts eingibt, dann nach 15 Sekunden. Wie schon gesagt am Anfang, das Ziel des Spiels ist es, hier auf den Cube bis ganz nach oben zu kommen. Oder man wartet einfach ab, bis die Gegner alle sterben. Das kann natürlich auch passieren. Ich würde es aber nicht oft sogar machen. Ich würde es aber nicht machen, weil ich vertraue da nicht so ganz drauf und vielleicht gewinnt später noch jemand. Und es macht halt nicht so Spaß. Also von daher, man sollte es halt schon einigermaßen mitspielen. Dann gibt es hier noch die Kürbisse. Ein Kürbis kann man einmal aufheben, das sind so gesehen Joker. Und diese Kürbisse kann man auch nur einmal wieder hinsetzen. Das heißt, ein einmal Kürbis, ein einmal Joker so gesehen.
Und da habe ich es gerade gehört, Spax hat schon eine aufgesammelt, richtig? Nein. Es ist nicht immer ganz einfach, da den DevCube hochzukommen, aber es ist auf jeden Fall zu 99,9% machbar. So meinte das zumindest der Entwickler. Und ich bin bisher auch immer nach oben gekommen. Und wenn ich mal nicht nach oben gekommen bin... Oh, verdammt. So leicht, so schnell kann es gehen. Wie ihr seht, hier am Spawn spawnt man dann, sobald man stirbt. Der neue DevCube startet jetzt auch wieder in wenigen Minuten, wenn dann neue Spieler beitreten. Und hier steht auch, das Spiel dauert jetzt 1 Minute und 20 Sekunden. Ja, die Frage ist halt, wie lange das dann bei euch gehen wird, wenn die Spieler halt nicht fehlen. Ja gut, ich hoffe, es hat euch dann soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Plugin. Und dann wünsche ich euch nochmal alles Gute. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Bis dahin, tschüss. Tschö, tschö.